Folgende Videos über ein halbes Jahr alt, ich durfte nicht mehr viel ändern. Dementsprechend ist dieses Video-Event ein bisschen anders als die letzten Kurs. Heute ist wieder soweit! Ach du Scheiße, Digga, ist das laut. Heute haben wir Luca mal wieder eBay-Kleinanzeigen-Chats raus. Ich finde, Sascha sieht unglaublich gut aus nach der Nasen-OP. Das heißt, ich trage die Chats gleich vor als Person A und als Person B. Ich wollte nie Person B sein. Ich bin sehr gespannt, ob heute wieder was verkauft wurde oder eben nicht. Ich würde sagen, wir starten direkt mit Chat Nummer 1. Let's go. Wir suchen für morgen, den 26.10. ein Umzugshilfe. 25 Euro pro Teil? Wie pro Teil? Pro Teil, was ich schleppen muss. Was ist los? Mit Sicherheit nicht. Für alles 25 Euro. Für eine Stunde. Dafür stehe ich doch nicht auf. Frechheit. Hund. Hartz-IV-Empfänger. Ich bin mir sicher, dass du nichts zu essen hast. Verpiss dich. Chillig. eBay Kleinanzeigen, meine Verkaufsplattform Nummer 1. Hallo, 350 Euro biete ich Ihnen an? 350 Euro gebe ich dir eine Bombe, du Harzer. Bombe? Pass auf deine Bemerkungen auf. Pass auf deine Preisvorschläge auf, du Hund. Jetzt werde ich sie anzeigen. Chillig, Digga. Moment mal, was? Digga, imagine, du kriegst eine Anzeige wegen eBay-Kleinanzeigen. Nudel mit Humor, Kunstpause, der Bob, dankeschön. Nach all den Folgen eBay-Kleinanzeigen, die ich gedreht habe, hat endlich einer eine Anzeige bekommen. Yeah. Opel Omega A3,024V Kombi mit Anhänger, halbes Auto, Preis 2.900 Euro. Ja, dann schauen wir uns doch mal das Schmuckstück an, oder? Louis, danke. Chillig, Digga. Yo! Für alle, die noch ein Auto suchen und ein halbes, meldet euch in Hamburg-Kirchwerder. Ich würde sagen, G steht für Gönn und... Sascha, wie gesagt, nach der Nasen-OP deutlich besser. Deutlich besser. Peso T Off-White. Machst du was am Preis, beziehungsweise tauschst du gegen Lowrider-Hoodie? Mit freundlichen Grüßen. In welcher Größe hast du den Pulli? Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Moment mal, ich habe doch selbst gar nicht geklatscht. Ladola oder einfach nur Dolch, Luca? Beschreibung. Ich habe diesen Dolch auf dem Dachboden meiner Großeltern gefunden. Ich finde den eigentlich mega gut, hätte den schön im Wohnzimmer auf den Schrank gestellt. WTF? Leider ist meine Freundin vollkommen ausgeflippt und meinte, dass der mega hässlich ist. Mhm. Schade, aber vielleicht findet sich ja ein nerdiger Single, der Bock auf den hat. Was? Mono, der Trimix hier. Ist ein antiker aztekischer Dolch, der laut meinem Opa Einsatz bei Opferritualen fand. Entspannt, Digga, sowas Klinge will man steht auf... Auch noch irgendwas auf Spanisch? Irgendwie sowas will man am Dachboden haben. Was ist letzter Preis? Eigentlich ist er unbezahlbar. Was möchtest du denn ausgeben? Hier flattern viele Angebote rein. Geld ist nebensächlich. Ich möchte sehen, ob du auch würdig bist. Würdig? So ein Dolch kann nicht jeder besitzen. Es erfordert große Verantwortung. Also was möchtest du ausgeben? Und wie bist du persönlich drauf? Hast du Erfahrung mit Dolchen? Digga, da würde ich den Chat ganz schnell abbrechen. Ich wollte nur ein Dolch kaufen, nicht meine Lebensgeschichte erzählen. Finde es bisschen eigenartig. Mach dir keinen Stress. Ich weiß, du willst ihn. Es ist immer am Anfang etwas schwer. Öffne dich einfach. Luca, du weißt, bei jedem Video, welches wir online stellen, stellen wir uns die Frage, bleibt es überhaupt online? Warum muss ausgerechnet jetzt ein Dolch kommen? Wer kauft überhaupt einen Dolch auf eBay Kleinanzeigen? Ach du Scheiße, Digga. Hat der einen Schlaganfall oder hat dir eine Wespe gestochen? Tai Chi in deine Mutter. PlayStation 4 Controller mit leichten Gebrauchsspuren für Bastler. 9 Euro VB. Beschreibung. Biete hier einen wenig gespielten PlayStation 4 Controller an. Beim genaueren Hinsehen kann man ein paar kleinere Gebrauchsspuren erkennen. Diese fallen allerdings nicht groß auf. Finde ich, sieht man nicht. Und da gehen nochmal gesonderte Grüße raus an meine Weekend League Spiele. Ghost Fully Arm Air Plus. Hallo, wäre das Fully noch zu haben? Es interessieren sich gerade ein paar Leute für das Bike und nachher kommt jemand zum Besichtigen, deswegen kann ich es Ihnen nicht ganz sagen. Ich zahle 850. Es kommt nachher einer, um es anzuschauen. Wenn er es nicht kaufen sollte, melde ich mich. 900? Ich melde mich, wenn er es nicht kaufen sollte. Okay, schade. Wie sieht es aus? Bräuchte eine Antwort. Ich fahre am Freitag nach Österreich in den Urlaub und mein MTB hatte gestern einen Rahmenbruch. Jetzt suche ich Ersatz. Er kommt um 19 Uhr, um es anzuschauen. Ich könnte in 30 Minuten da sein. Ja, okay. Bräuchte du Adresse? Digga, krass. Dass ich dir in deinen Briefkasten scheißen kann. Oh nein.
ich glaube, die haben Deal. E-Klasse, Schiebedach. 4.300 Euro VB. Beschreibung. Schiebedach. Bei diesem Unikat handelt es sich um eine E-Klasse der besonderen Art. Mhm. Hier steckt lebende Geschichte. Bitte okay. Nur ernst gemeinte Anfragen. Preis ist fest. Anfragen bezüglich letzter Preis werden ignoriert. Ja, schlimmer als der Opel kann es ja nicht werden, oder? Digga, das ist ein Indikat. Also, das ist gut. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, ist dieses Video kein normales unsympathisches TV-Video. Das Placement will ich nicht gucken. Den Rest fand ich lustig. Sehr gut gemacht, Sascha. Danke.